Vermutlich ist es der Traum von vielen. Einmal die Erde vom Weltall aus sehen und mit einem Raumschiff fliegen. Diese Aussicht könnte wahr werden für Bewerber bei der ESA, der Europäischen Weltraumorganisation mit Sitz in Paris. Denn die sucht erstmals nach rund 10 Jahren wieder neue Astronautinnen und Astronauten. Frauen allerdings ganz besonders. Und erstmals werden auch Menschen mit körperlichen Einschränkungen gesucht. Was auf einen zukommt, das erklärte der deutsche Astronaut Alexander Gerst am Dienstag. Das ist wirklich ein weites Feld von Dingen, die einen interessieren müssen, weil sonst hat man einfach die Energie nicht, das durchzuhalten. Also diese Ausbildung, die ist schon lang und hart und so eine Vorbereitung für einen Raumflug, da gibt es schon Momente, wo man auch mal zweifeln kann. Und wenn man da nicht Spaß bei der Arbeit hat, dann, glaube ich, hält man das nicht durch. Einfach ist der Bewerbungsprozess ganz sicher nicht. Denn das Auswahlverfahren ist extrem selektiv, wie die italienische Astronautin Samantha Cristoforetti bestätigt. Klar, die Möglichkeit, dass man daran scheitert, ist natürlich sehr groß. Wir erwarten Tausende von Bewerbungen und wir werden nur eine kleine Anzahl von Astronauten und Astronautinnen wirklich auswählen. Aber der Prozess an sich, ich glaube, sehr, sehr lernreich. Es ist wirklich eine Möglichkeit, sich ein bisschen auf die Probe zu stellen, sich ein bisschen die eigenen Stärken und Schwächen zu erkennen. Und auch wenn die Kriterien für die zukünftigen Forscher im All hart sind, soll man es auf jeden Fall probieren, wenn Interesse besteht, so die ESA. Zu den Anforderungen für einen Astronautenjob gehören ein Masterabschluss in Naturwissenschaften, Ingenieurwesen, Mathematik oder Informatik sowie 3 Jahre Berufserfahrung nach dem Abschluss des Studiums.